Jetzt habe ich hier natürlich den Man, den MA-Man hier am Start. Daniel, grüß dich erstmal. Servus, hallo, servus. Du zeigst uns heute mal was Neues an MA hoffentlich, ne? Können wir hintergehen? Ja, ja, absolut. Lass uns mal gucken, wo wir eine freie Station finden. Aber, das wird die Challenge, ja. Ja, also genau, das ist eine Challenge. Aber wir können uns prinzipiell auch schon mal so ein bisschen orientieren. Wir haben natürlich Version 2.0 heute dabei, haben wir letzte Woche released. Ja, und zeigen natürlich die neuen Highlights der 2.0. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Also wir versuchen es mal. Sind auch alle Stationen besetzt. Ja, ja, genau. Wir können ja mal gucken, ob du vielleicht aber mal... Vielleicht können wir hier mal kurz einmal zwischengrätschen und fragen. Genau. Ich halte dir mal das Mikro, dann kannst du Fragen stellen. Gute Idee, oder? Genau, das hört sich gut an. Ja, dann schieß mal los. Ja. Ich bin gespannt, was es für neue Features gibt. Ja, genau. Also erstes großes Thema der 2.0 ist eigentlich so ein bisschen customizable, sagen wir mal, den eigenen Workspace sich zu erstellen, ein bisschen Informationen zu reduzieren, sich aber das Pult selber noch mehr einrichten zu können. Und der nächste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist mit einer komplett customizable Encoder Bar. Also du kannst dir im Prinzip, was wir hier haben, wenn wir einmal drauf schauen, wir haben im Prinzip hier einen neuen Encoder Bar Pool. Und dieser Encoder Bar Pool macht es dir jetzt halt möglich, deine eigene Encoder Bar zu belegen. Also du hast quasi sonst immer diese, sag ich mal, Default-Einstellung, wie die Encoder Bar halt belegt ist. Du kannst dir aber hier ein komplett eigenes Objekt erstellen, wo du dann meinetwegen hier sowas hast wie Pan-Tilt, Zoom-Fokus, Gobo und Gobo-Rotation. Also du kannst diese Dual-Encoder komplett selber belegen, unabhängig davon, wo welches Feature platziert ist. Du kannst das komplett customizen halt quasi. Ne? So, das ist die Idee dahinter. Und dieses Customizing, das geht auch weiter bis in die Sheets. Wir können jetzt, sagen wir mal, Spalten verschieben, Spalten ausblenden. Du kannst dir eigene Sets erstellen in diesen Sheets. Also kannst einfach auch die Anzahl der Informationen, die du gerade in großen Sheets hast, kannst du sehr, sehr einfach so reduzieren halt quasi. Ne? Genau. Nächstes Thema, was glaube ich, also worauf viele gewartet haben, ist so ein bisschen der nächste Special Dialog und speziell der Shaper Dialog. Also du willst halt deine Shaper, wenn du Fixtures mit Blendenschiebern hast, willst du halt über diesen grafischen Shaper Dialog steuern. Das heißt, du kannst hier an deinen Shapern quasi anfassen quasi und dann das abschieben und musst nicht mit den Encodern rumhantieren, sondern hast jetzt diese grafische Oberfläche. Das ist, glaube ich, was auf das viele Leute irgendwie gewartet haben. Ne? Ja, vor allen Dingen bist du halt da natürlich voll flexibel mit dem grafischen, als wenn du jetzt versuchst, an Encodern irgendwie Werte reinzudrehen und immer zu gucken, na, passt das jetzt, und kannst es halt vorab, bevor die Lampe irgendwie hängt, dir schon anschauen. Ja, ne? Ja, ja, absolut, genau. Also das ist halt... das ist halt einfach eine coole, schnelle, einfache Art und Weise, mit diesen Shapern zu arbeiten. Sicherlich ein Highlight, was wir haben, sind Bitmaps. Wir haben eine komplett neue Engine für Bitmap-Effekte. Das sieht im Prinzip so aus, dass wir hier, sagen wir mal, eine Selektion haben in unserem Selection Grid. Gucken mal eben, wo ich das hier finde. Genau. Wir haben hier meinetwegen irgendwelche Fixtures drin liegen und können uns über dieses Bitmap-Objekt einfach Content auf diese Fixtures legen. Also du hast ein Selection Grid, du hast eine Oberfläche, hast quasi deine Leinwand und dann legst du dir da Content drauf. Und dieser Content kann im Prinzip ein Bild sein, kann ein Video sein, kann auch ein NDI-Stream sein. Das ist halt relativ spannend irgendwie, wenn du ein paar LED-Fixtures im Hintergrund hast und lässt da irgendein Video drüber laufen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Das geht dann relativ einfach, indem du dir so ein Objekt anlegst. Du hast im Prinzip dann Content da drin liegen. Wie gesagt, das kann ein einfaches Video sein. Und dann hast du im Prinzip deine Selektion. Meinetwegen haben wir hier irgendwelche LED-Fixtures im Hintergrund. Mhm. Wählst dieses Bitmap aus und dann läuft dieser Content eben über deine Fixtures drüber. Das ist ziemlich mächtiges Werkzeug irgendwie, weil das natürlich so ein bisschen, also schnell. Es ist halt ein einfacher Workflow, du erstellst dir dein Objekt, hast deinen Content und mappst das einfach auf das Selection Grid. Du kannst den wahrscheinlich auch ein bisschen drehen und wenden, wie du es gerade brauchst. Genau, du hast ja quasi hier Einstellungsmöglichkeiten innerhalb dieses Objekts, da hast du dann Positionen, sowas wie Zoom, du hast aber auch sowas wie dann Farbe, um das im wundervollen MA-Rot darzustellen, also von daher so, das ist dann halt das, was du da machen kannst. So. Mega. Genau. Ich habe noch eine Frage hier grundsätzlich zu MA, ob ihr da auch irgendwie das Thema künstliche Intelligenz auch schon irgendwie mit berücksichtigt? Gibt es da schon irgendwie Überlegungen oder? Ja, also prinzipiell gibt es da natürlich so viele Ausprägungen, in die sich das entwickeln kann. Aber für uns sicherlich ein Thema, worüber wir auch in Zukunft nachdenken, worüber wir jetzt schon nachdenken. Es geht natürlich darum, Informationen, die wir sowieso in der Konsole haben, dann bestmöglich für uns zu nutzen. Und naja, wer sagt nicht, dass es in Zukunft möglich sein soll, dass irgendwer sich irgendein Lichtdesigner quasi Shows erstellt hat und die Konsole dann irgendwie, naja, sagen wir mal, erkennt, welche,
welche Farben der Typ gerne mag oder welche Stimmung er sich so gerne zurecht mixt. Ne? Also da gibt es sicherlich Überlegungen, die in die Richtung gehen. Es geht aber auch in Richtung Fixture-Typen. Wie reagieren meine Fixture-Typen in der Realität gegenüber meiner Visualisierung? Mhm. Also da gibt es ganz viele Ideen. Aber das sind jetzt so Sachen, die sich so nach und nach so ein bisschen entwickeln. Aber genau, auf jeden Fall Thema für uns. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube mal gerade, das Thema Künstliche Intelligenz geht ja so schnell, dass da so viel passiert. Und da kann man dann selber auch nicht abschätzen, wie weit das dann wirklich am Ende geht und wie man das integrieren kann. Aber ich bin gespannt, was da kommt. Ja. Ich auch. Ja, ich auch. Wenn es heute schon gilt, geht, dass du sagen kannst, mach mir ein Bild mit dir und den Farben, dann kannst du das Pult eventuell auch in ein paar Jahren, man weiß es ja nicht. Genau, natürlich noch ein großer Programmierungsaufwand, denke ich mal, aber wer sagt, dass das nicht geht? Ja, absolut. Es gibt mittlerweile, also wir wissen das auch von anderen Herstellern und ich meine, unsere Entwickler nutzen das allein schon die Nutzung von ChatGPT für irgendwelche Zeilen Source Code, die du dann schreiben willst. Oder, also das wird jetzt schon aktiv und viel genutzt. Ne? Deshalb, also da ist aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, sicherlich. Genau. Ja, das dreht sich ja alles, wie gesagt, schon so schnell, auch mit ChatGPT oder Midjourney oder wie sie alle heißen. Also ich glaube, da werden wir nächstes Jahr noch einiges sehen. Ja. Und bin gespannt, ob MA oder wann ihr dann auch irgendwas mal zeigt. Aber mit der 2.0er-Version habt ihr auf jeden Fall schon wieder nächste höhere Schritt gelegt oder eine neuere Stufe. Und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne noch stellen. Ich denke einfach auch ein großer Schritt, dass die Menschen dann trotzdem immer mehr auf die 3er umswitchen. Ich glaube, das ist auch so ein Hauptding. Ja, also das siehst du schon, also das sehen wir schon im Prinzip seit so ein, zwei Jahren massiv. Davor ist natürlich so ein bisschen Verhalten angefangen. Du hast immer eine neue Plattform, du hast ein neues System, wo die Leute natürlich auch ein bisschen Zeit brauchen, sich da einzuarbeiten. Aber gerade jetzt mit der Version 1.8, 1.9 und jetzt glaube ich auch mit der 2.0, weil da auch ganz, ganz viele Sachen drin sind, worauf die Leute eigentlich lange gewartet haben. Also Bitmaps, wir haben jetzt Soundfiles im Timecode zum Beispiel, diese Encoder-Bar-Geschichte, die ich eben gezeigt habe. Also es sind einfach Sachen, worauf die Leute warten. Fixture-Type-Presets, beim Klonen haben wir jetzt ein neues Menü. Also es gibt so viele Sachen, die jetzt in dieser Version drin sind. Das Thema hatten wir ja vorhin noch mit Martin. Genau, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange die Sendezeit jetzt hier bei euch geht, aber also wir könnten auf jeden Fall noch so ein bisschen weiter diskutieren. Aber es gibt einfach, ich meine, wir haben 80 Seiten Release-Notes. Das ist schon eine Ansage. Also auf jeden Fall. Das ist ein ordentliches. Würdest du jetzt behaupten, das ist einer der größten Versionen in den letzten 5 Jahren? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, für Grandma 3 ist es nicht verkehrt zu sagen, wenn das bis jetzt das massivste Software-Release ist. Definitiv. Die größte Anzahl an neuen Funktionen, einfach auch wirklich diese, sagen wir mal, neue Engines mit dieser Bitmap-Geschichte, mit Random Generators, die wir jetzt haben. Also das ist schon, glaube ich, ein massives Release irgendwie,